So, liebe Leute, Need for Speed Hot Pursuit wieder am Start und wir machen heute weiter mit den Racern. Was haben wir denn Schönes? Hot Pursuit. Ich habe hier nicht mal irgendwas, wo ich mich ein bisschen entspannen kann. Rennen hier 31,5 Kilometer, das ist, will ich eigentlich heute noch nicht fahren. Aber scheinbar, na, dann machen wir das hier, komm. Machen wir das zu. Blacklisted heißt das Rennen. Drei Nagelmänner, drei Störsender, zwei Turbo und dreimal EMP. Ja gut, mit dem EMP haben wir ja nicht so gute Chancen momentan gehabt. Vielleicht auch noch mal Zeit fahren oder so. Also sie müssen die Dinger ja sowieso fahren, aber ich will sie halt ungern jetzt heute fahren. Blacklisted. Aber wir haben richtig, ey. Haben wir uns das gerettet, ja, ne? Ja, wir haben drei Autos. Vier Autos. Aber wir sollen. Kümmere mich um mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Benötige Verstärkung. Gebt mir alles, was ihr habt. Ja, dritter soll man nur werden. Tschüss. Schimmer, dann muss dann hier mal mit überholen, Schimmer, ne? Dann wird er frei. Oh ja, der erste hat er mich, aber den zweiten hier hinter mir nicht. Ich hab mich einen auch an der Backe kleben. Verdächtige Sache extrem aggressiv. Wir wissen, dass wir jetzt beenden. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Oh, der Porsche. Oder der. Sehr geil. Den habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Verstanden. Nagelbänder zum Einsatz freigegeben. Sag mal hier, Interceptor einmal korrekt. Ich verfolge mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Versuche sie einzuholen. Seht ihr das? Das sieht richtig viele Schaden an. Nagelband einsatzbereit. Ja. Ich habe die Lücke nicht gefunden. Zu spät gesehen, sagen wir es mal so. Richtig, da hat die Straßensperre gehabt. Zur Festnahme vorbei. Ich habe ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Ihr Waffen sind aufgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, wenn ihr wieder aufhalten. Weg mit deinen drei komischen Porsche. Ja, wir haben noch. Ja, das ist nicht gesehen. Scheiße, Mann, ich sehe die Lücken nicht. Ich hab gedacht, okay, ganz geil. Aber da stand doch der Muster. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Hier, die Verfassung könnte schnell ins Ausweichmanöver einleiten. Hm, 7 Kilometer haben wir noch. Hä? Ich hab doch keine Kontakt!
Ich hab den Engel getroffen. Ihr Mann. Wir haben ihn verloren. Das ist die Tunnel. Satellitenverbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Ich hab das Ding null richtig aus, das sage ich. War mir klar. Ich krieg einen Schlag und ich lande im nächsten Auto. Ja, fuck you, ey. Das Geilste, der Kumpel kriegt einen Schlag und fliegt das mal so rüber. Der muss natürlich unbedingt den musst du unbedingt schlagen. Naja, versuchen wir es halt nochmal. Also machbar wäre der das Rennen gewesen. Definitiv. Aber das ist das Geilste, wenn du nichts machen kannst. Ey. Du kriegst einen Schlag komplett rechts. Ich fährst rechts schön in die Kurve und links, pam, in den nächsten Wagen. Ich hätte das Ding so locker packen können. Ne? So locker. So schwer ist das eigentlich nicht. Aber es ist wieder so nervig. Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet. Ich versuche ihn einzuholen. Halt die Fresse. Probieren wir seinen Wagen auszuschalten. Der Verdächtiger wird äußerst aggressiv. Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Schlagt die daran an Heidnam auf. Ich hab da nicht vorgesprochen. Zentrale, geht's um Genehmigung für Einsatz eines Landebands. Verstanden. Ladewetter. Aber ja, ach, das ist die Korvette, okay. Verdächtiger wieder setzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Ja, das ist eine Überraschung, dass ich mich wehre. Nagelmann gestört, jawohl. Der konnte Nagelmann nicht einsetzen. Oh, das war die Korvette. Jetzt kann man gerne das Rennen nennen, weil ich bin jetzt Erster. Und wieder, wenn ich Dritter werde, bin ich auch zufrieden. Ja, hab ich nicht gesehen.
Aber ich habe sie alle erwischt. Schnelle Kollision. Dieses Fahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Verdächtiger wird extrem aggressiv. Wieso nur den Kopf? Das war eigentlich nur den Kopf. Ich dachte, die anderen sind jetzt so blau doch. Weil die waren ja alle drei nebeneinander. Erledigt. Glück gehabt, dass ich mit dem Turbo noch aus dem EMP rauskomme. Sonst hätte ich nämlich aus dem EMP voll abgekriegt. Aber gut, wir hatten noch ungefähr etwas weniger als die Hälfte des Lebens. Also so tragisch war es jetzt nicht. Ich sage ja, das Rennen ist eigentlich relativ einfach. So aggressiv sind die nicht. Also da war ich bei dem einen Rennen schon relativ heftiger dabei. Na gut. Dann haben wir das erledigt. Noch 20.000 brauchen wir, dann hätten wir dann Quarkzeit, dann haben wir schon wieder ein neues Auto. Oh, was haben wir hier? Das ist Elemento. Oh. Ah, ist das nicht das Auto, was wir da schon mal als Rennen hatten? Als Gegner hatten? Als bei dem Hot Pursuit? Wo wir das eine Auto da hatten, den wir dann auch gekriegt haben, Gott sei Dank, mit ein bisschen Glück. Ich will jetzt eigentlich gerne noch ein Kurzrennen fahren, ein kürzeres Ding fahren. Ich weiß hier keine. Was haben wir denn hier noch für Rennen? Haben wir keine Vorschau mehr oder so? Wir haben keine einzigen Dinge mehr, ne? Kein Zeitfahren, kein Duell, kein gar nichts. Na super. Ich dachte, wir hätten jetzt ein bisschen was dann drin noch. Ja, ist jetzt ärgerlich gerade, das. Der Weg ins Verderben, ja. Ich würde es jetzt eigentlich ungern. Ja, wir müssen es fahren. Es gibt nichts anderes im Moment. Da fahren wir halt das Ding jetzt noch schnell. GT3 RS. Das ist eh das letzte Rennen für heute und dann ist gut. So. Jetzt ist wieder ein Rennen. So. Gut, das ist halt Vorteil, dass wir nur vierter, dass wir nur dritter werden müssen, das hier zu schaffen. Zentrale Sitzung, Genehmigung für ERP-Einsatz. Ich jag mich noch. Probieren wir, seinen Wagen auszuschalten. Was ist denn auf sich gerannt?
Nagelband umfahren. Sie gerade noch ein bisschen aus dem Wald raus. Das war der komische Baustellenseite. Er schießt auf der Linie? Das war ja lustig. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder ein bisschen an das Feld rankomme. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. So, das war der Kopf. Das war schon der Carrera von dir? Fahrzeug ausgefallen. Hier nicht frei. Der Erstplatzierte ist momentan weg. Aber so, das ist mir gut, dass du den Kollegen da ausgeschaltet hast. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Da vorne ist der. Verdächtiger wird extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Warum muss ich mich eigentlich mal aufs Dach nehmen? So, was haben wir denn überhaupt noch? 2,8. Ah, super. Ziel ist in den Tunnel gefahren. Nein! Wenn du deine Karre noch nicht hab gehabt, der hat der das. Nicht für dich, mein Freund. Verdächtiger hat versucht, sich von der Straße zu bedingen. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg bei Verdächtigen. Seid vorsichtig. Nein, das ist das Fahrzeug.
Bitte, Straßensperre! Oder hab ich's doch noch geschafft? Doch, ich hab's geschafft. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte mir nicht wirklich, da steht jetzt vom Ziel und da versaut mir die Straßensperre. Da versaut mir das Rennen. Aber ich hab's geschafft, egal. Ich dachte mir, haust du den Turbo rein, damit du da überhaupt nicht mehr überholt werden kannst. Aber das war mein Glück. Irgendwie habe ich das Ding dann noch geschafft. Und wir sind Level 9 bei den Racern. Und damit sind wir auch durch für heute. Ich dachte mir, nein. Aber Glück gehabt. Ich habe da gar nichts gemacht. Stahl. Verkürzen wir noch 2, Stufe 9. So. Nissa GTR. Aber freigeschaltet. Naja, jedenfalls haben wir es geschafft. Und dann sind wir. So, ich habe sie mit den Rennen sind wir mittlerweile echt gut dabei, wenn ich ehrlich bin. Da sind wir jetzt schon relativ oft Erster geworden, aber wir haben ja noch 2 Mega-Rennen mit dabei mit 21,3 und einmal mit 31, irgendwas Kilometern. Also, aber da kümmern wir uns nicht jetzt drum. Das machen wir dann irgendwann in den nächsten Folgen. Wir sehen uns dann wieder und dann freue ich mich drauf, wenn ihr einschalten würdet. Bis dahin und tschüss.